Ja, liebe Leute, ein allerherzliches Willkommen zurück zu Let's Play GTA 5 mit einer kleinen Ankündigung. Und zwar folgendes. Ja, ich bin am Wochenende bei der Cutter, das weiß ich auch. Ich weiß gar nicht, ob die für die Folge rauskommt. Doch, wenn die Folge rauskommt, müsste ich eigentlich sogar schon unterwegs sein dorthin. Vielleicht sogar schon da. Naja, wie dem auch sei. Doch, da müsste ich eigentlich schon da sein. Wie dem auch sei. Ich hatte euch ja angekündigt, eigentlich, dass die Cutter, ich gedacht habe, die Cutter ist mal wieder mein Gast hier bei GTA 5. Wir machen das ganz anders einfach. Die folgende Ankündigung ist, ich ziehe das Ding hier alleine durch. Weiter, bis zum Ende. Und am Anschluss geht's dann los mit GTA 3. Vielleicht packen wir sogar GTA 3 zeitgleich raus. Wir wissen das noch nicht. Weil die Katja gesagt hat, ey, du hast das ganz alleine angefangen. Mach das doch einfach zu Ende. Genau, deswegen machen wir das einfach zu Ende. Das Lieblingsspiel von der Katja war natürlich auch das GTA 3. Deswegen wird der Teil, zumindest der Anfang, ein Duo-Let's Play werden, also ein Let's Play Together werden, mehr oder weniger etwas anders, nur dass wir nebeneinander sitzen und zocken und quatschen und alles drum und dran, statt zusammen im Koop. Das wollte ich euch auf jeden Fall mal ankündigen. Wie gesagt, wir werden auf jeden Fall das Ding hier soweit alleine weitermachen. So, genau, wir haben eine Büro-Mission hier oben, glaube ich zumindest, wo die haben, oder? Ja, ich weiß, meine Katze mord zum Hintergrund, das ist aber auch nicht weiter tragisch, deswegen ist es auch jetzt nicht egal. Gut, wir gehen rein, 6,9 Kilometer Fahrweg. Ja, das wollte ich, wie gesagt, erstmal auf jeden Fall noch angekündigt haben. Was haben wir denn in der letzten Folge eigentlich gemacht? Ich überlege. Doch, ja genau, das Meriwether-Ding. Die Flucht des Palito Bay und das Meriwether-Ding da mit dem Zug und alles drum und dran, was mehr oder weniger gut gelaufen, mir schlecht das Recht gelaufen ist. Naja, wie dem auch sei, das auf jeden Fall geht's gelaufen. Ja, die andere Frage ist, fragt ihr euch wahrscheinlich, warum läuft bei mir momentan kein The Witcher? Folgender Grund ist ganz einfach. Normalerweise war... Geht's jetzt? Der Grund ist ganz einfach. Es ist einfach zu viel. Das heißt, weil ich quasi momentan echt wirklich nur on Tour bin, da oben steht der Zug noch, okay. Weil ich momentan wirklich nur noch unterwegs bin. Und einfach jetzt in 2 Tagen quasi fast alles an Videos vor Folgen vorbereitet habe, was jetzt die Woche erschienen ist. Also, angefangen am Sonntag bin ich nach Hause gekommen. Morgens um 12. Naja, mittags um 12. Habe mich dran gesetzt, habe für euch die komplette Woche Dirt 4 aufgenommen. Dann, direkt im Anschluss, habe ich mich dran gesetzt und habe Mafia 3 weitergemacht. Ja. Dann ging es weiter mit F1 2018. Also, habe dann quasi das Qualifying, das Training und das Qualifying aufgenommen, habe dann das Rennen weitergenommen, habe dann meinen Livestream rausgehauen. Ja, genau. I was out hiking and got lost. I've been trying to flag down a car for over an hour. Why didn't you just call someone to come pick you up? I couldn't get a signal on my cell, and I don't really have anyone to call, not since Mama passed. She was very hard on me, but how I loved her. Are you sure this is the right way? Yeah. Just need to make a quick stop at a friend's place. I think you'll like her. She was very hard on me, but how I loved her. I have her hair in my backpack. Okay. What? The days get long out at that house all alone. I don't get. Ach, da wird das gefallen, wo ich dich jetzt hinbringe. Gardner used to come on Fridays till he got real sick and fell off that cliff. Oh, well, you know how they like to talk. But now,
I don't recognize any of this. Where are we? Don't worry. These mountains all start to look the same after a while. But now, it's just me. Living on soup. Soup I make from old soup. Soup after soup after soup. I have to get out of there sometimes and clear my head. Those damn birds always singing no matter how many times I... Hell, fellas! What do you got? I heard you're interested in taking care of some lost travelers for a price. And so it is. So it is. Leave the body, take the gold. Come on! Move! Move! Entschuldigung, das wollte ich einfach noch machen. Entschuldigung. So, genau, wo war ich stehen geblieben? Ja, ich habe dann FA 2018 angefangen, habe das Training und das Qualifying aufgenommen und habe dann mal Livestream gemacht. Na gut, das Rennen lief ja nicht so super. Na, leider Pech gehabt, also es wäre tatsächlich einiges drin gewesen. Ja, und hab dann mein Livestream gemacht und hab danach das Rennen weitergemacht. Ja, bin heute Morgen aufgestanden und hab dann für euch 5 Folgen hintereinander The Division 2 rausgehauen. Also was heißt rausgehauen? Ich hab's hier aufgenommen. Bin jetzt nebenbei im Schneiden. Und sitze jetzt weiterhin dran, nachdem ich meine Wohnung sauber gemacht habe, dran und mach mit euch jetzt zum Beispiel zusammen GTA 5. Ja, also... Und dann habe ich einfach gedacht, ne, vor allen Dingen, weil das innerhalb von 2 Tagen ist. Es ist nur zwei Tage. Und deswegen dachte ich mir, momentan Witcher erstmal auf eine kleine Pause zu setzen. Es geht demnächst weiter. Wenn ich jetzt mein bisschen wieder Ruhe drin habe, weil ich habe, wie gesagt, Sonntag bin ich nach Hause gekommen. Ich habe quasi nur den Montagsfilm zum Aufnehmen. Heute Abend ist schon wieder live. Also ich sitze gerade montags dran. Heute Abend ist wieder Livestream Formel 1 für uns. Nächste Rennen aus Monaco in der. Nächsten in der IGL. Dann bin ich von Dienstag bis Donnerstag, Mittag, Nachmittag, wie auch immer, bei meiner Freundin. Das sind auch mal ein paar Stunden Autofahrt. Geht dann am Freitag quasi, dann geht's nach Hause am Donnerstag, dann geht's am Freitag weiter zu Katar, bis Samstag. So, und dann bin ich Samstagabend auf dem Geburtstag von meinem Bruder. Ja, und am Sonntag werde ich mir tatsächlich auch wieder ein bisschen aufnehmen. Wahrscheinlich dann auch The Witcher. Und dann gucken wir einfach mal, was so der Tag noch bringt. Dann jetzt auch mal, ich am Montag Gott sei Dank noch frei. Da gibt es ein bisschen, gibt's den nächsten Doppelpack. Samstag, Sonntag. Ja, wie gesagt, Samstagabend, Sonntag und Montag wieder jeweils 3 Formel 1 Streams. Also, ja, also. Ihr seht, straffes Programm momentan. Und da bleibt nicht viel Zeit für dich. Ich versuche so viele Videos wie möglich rauszuknallen, natürlich, klar. Aber beziehungsweise nicht rauszuknallen, sondern aufzunehmen. Macht ja auch Spaß. Also es ist ja nicht so, dass ich sagen muss, ich muss ja nicht mehr aufnehmen. Nein, eigentlich nicht. Ich mache es wirklich gerne. Ich mache es für euch wirklich gerne. Weil ich auch einfach Bock auf dieses Spiel habe. Und ich habe auch Bock auf alles. Ich habe auch Bock auf The Witcher. Es fehlt mir momentan einfach die Zeit und die Mühe, für euch wirklich qualitativ gute Videos rauszuwerfen. Und ich will dir nicht irgendwie irgendwas hinrotzen oder so, weil deine Mutter Hauptsache es kommt. Nein, das eben nicht. Ich möchte vernünftig für euch die Sachen aufnehmen. Dementsprechend seht es mir momentan nach, dass momentan einfach die Zeit fehlt für The Witcher. So, ganz einfach. So, ja, genau. Viel haben wir gequatscht. Wir haben jetzt gerade die alte da zum Altruistenkult gebracht. Haben dafür $1000 eingenommen. So, es geht jetzt weiter auf jeden Fall mit dem nächsten Teil aus der Büro-Mission. Die Frage ist, machen wir die Büro-Mission noch? Machen wir die Büro-Mission jetzt noch, weil die dauert wahrscheinlich so ewig lange. Das ist auch wieder eine Hauptmission. Nee, ich glaube, wir machen sie nicht. Wir machen sie im nächsten Part, weil wir sind jetzt, ja, es ist jetzt viel Fahrerei gewesen und. Deswegen werden wir sie wahrscheinlich jetzt gleich, ja. Genau, dann machen wir das dann einfach im nächsten Part. So ist das dann einfach mal. So, wir fahren mit unserem Freund mal eben kurz durch die Gegend. Ich wollte auch tatsächlich das eben gezeigt. War zufällig eigentlich tatsächlich. Eigentlich hätte man tatsächlich den Part gemacht. Aber ich meine zu wissen, was für eine Mission jetzt als nächstes kommt. Deswegen denke ich mir,
das werden wir dann wirklich im nächsten Part machen, weil das etwas längere Mission mehr sein wird. Und ich hier keine Lust habe, Dreiviertelstunde bis Stunde Parts rauszuballern, sondern eher so Viertelstunde, 20 Minuten, das ist eigentlich super entspannt und ich glaube, bei der Zeit sind wir jetzt momentan auch sogar. Ja, auch wenn wir... Ah, dann... Ja, ja, das ist die Mission. Oh, Alter. Oh, das Ding ist ekelhaft zu fahren. Ne? Wieso darf ich die Mission nicht anfangen? Ne? Wieso darf ich die Mission nicht anfangen? Was sind da jetzt hin? Wir sind da jetzt kaputt gegangen. So. Okay. Dann fahren wir jetzt doch mal ein bisschen vorsichtiger hin. Das wundert mich gerade. Was war denn da jetzt los? Also das hatte ich tatsächlich im GTA jetzt noch nie. Okay, dann müssen wir das machen. So, dann würde ich sagen, machen wir hier mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play GTA 5. Sorry, wie gesagt, wenn das einfach nur die ganze Zeit ein bisschen fahren ist und die Alte da mal kurz im Altruistenkult bringen. Das passiert manchmal einfach und ich will, wie gesagt, diese Mission nicht unterbrechen. Ich weiß, dass welche das, weiß oder vermute, welche das ist. Und deswegen möchte ich diese Mission wirklich nicht in zwei Parts teilen. Ja. Die werden wir dann auf jeden Fall im nächsten Part angehen. Und ja, freut euch drauf. Die wird cool. Bis dann und tschüss. Obwohl, warte mal, wir machen das anders. Wir gehen auf die Einleitung. Wir machen die Einleitung, dann wisst ihr ungefähr, worum es geht. Hello, Trevor. Affige Angelegenheit. Business, Michael, Business. All right. I'm the CEO of a big international corporation. It's very time consuming. Nothing, of course, you'd understand, being a gentleman of leisure. Uh-huh. You know, Franklin, if there's one thing that you're gonna learn from being around us, please, just fucking insanity. Then they can't fry you. If you want something done, go to the busy man. This rich fuck is useless. Hold on, man. Can y'all knock that shit off? Oh, look! Boys, your boys, it's the feds. Hey, where's the other three? What other three? We told you to bring along six. This is a six-man job. No, you didn't. Dave did. No, Dave didn't. You said you'd do it. That is a frickin' lie. I do not get things wrong. All right, great. Then we're out of here. Fuck it. Let's go. You three can do it alone. And I fuck you. You do your own dirty work. Hey, I do my dirty work every day, keeping the country safe from scum like you. And you're doing a great job, sir. Hey, you want this job done? Then come with us, huh? Come on. Come on, Mr. Leisureware, Mr. Depressed Accountant. Let's go save America. Who the fuck are we saving it from this time? This is the real deal. My sources are convinced there's a plot in international affairs, you know, the agency. And they're using this facility to make a serious nerve toxin. Bullshit. Yeah. Which they plan in their mind-blowing insanity to let a major terrorist release on a metropolitan area so they can continue to get funding. Nothing increases funding for fighting terrorism more than successful acts of terrorism. So, all right. So let me get this straight then. No. There is no getting it straight. That's the point. Now we're doing this. You two are on getaway. Fuck off and make it happen. Michael, you're with us. What size flipper you wear? Was? Gut, dann würde ich sagen, wir mal jetzt hier mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's in der nächsten Folge so richtig los bei Let's Play GTA 5. Versprochen.